Liebe Leute, Sie werden glauben, dass es jetzt ein ganz großer Klamauk ist, aber wir machen das nicht nur aus Jux und Dollerei. Die ALS ist eine schlimme Erkrankung, die wir heute noch nicht gut behandeln können. Und wenn Sie alle spenden, haben wir etwas mehr Möglichkeiten, die Forschung dafür zu verbessern. Vielen Dank. Eiswasserdusche mit Spendenaufruf. Etwa 35 Mitarbeiter der Klinik für Neurologie an der Universitätsmedizin Göttingen übergossen sich mit kaltem Wasser, um Geld für eine klinische Studie zur ALS-Forschung einzuwerben. Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Professor Dr. Paul Lingor erforscht an der UMG eine Substanz, die gut verträglich zu sein scheint und den Krankheitsverlauf verlangsamen und damit Leben verlängern könnte. In Tierversuchen hat sich die Substanz bereits bewährt. Doch für teure klinische Studien, die nicht von Pharmafirmen bezahlt werden, weil die Krankheit zu selten ist, fehlt das Geld. Deshalb hofft die UMG auf Spenden. Ich hoffe, dass ihr viel Spaß hattet, uns nass zu sehen. Wir nominieren die BG 74, das Basketballteam, die Sparkasse Göttingen, das Team von Sartorius und das Team von Otto Bock. Vielen Dank.